Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Wir spielen die Oxbow Map. Hallo! Hallo, hallo, der Frühling ist da. Der Frühling ist da und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht. Wir gucken mal kurz in die Verwaltung rein. Ich befürchte Schlimmes. So, wir gucken erst einmal, ob wir eine Frau da haben, die arbeiten kann, beziehungsweise wieder arbeiten kann. Und es ist tatsächlich so, leider nur eine. Es ist die Griselda. Und die Griselda kann jetzt im Hühnerstall arbeiten, wenn ich das jetzt schon sehe. So. Griselda, wo bist du? So. Die können wir jetzt abhaken. Laut meiner Liste habe ich jetzt 8 Frauen, die jetzt ein Kind zu Hause haben, und 1, 2, 3, 4, 4 weitere sind schwanger. Ich habe vorhin schon in der Verwaltung ein bisschen geguckt, wie das mit den Reparaturen aussieht. Ja, ich glaube, wir machen uns an die Arbeit. Wir werden zusammen ein bisschen reparieren, und zwar fangen wir mit dem Hühnerstall an. Ich hoffe, ich habe genug Material mit. So, sollte fertig sein. Weiter haben wir auf der Liste. Ich glaube, Kräuterhütte war das. Von den Häusern war das kein Haus. Genau, Kräuterhütte, Fischerhütte, Feldschuppenscheune. Ich nehme lieber ein bisschen Stroh hier mit. Ist das nicht herrlich? Endlich mal wieder Sonne. So. Ich schaue mir hier die. Da sind die Feldschuppen. Scheune. Da gucke ich lieber noch mal rein. Die hier sieht gut aus. Die Scheune auch. Da leuchtete was rot. Genau. Wipfelschuppen. Schweinestall. Haben wir vielleicht Nachwuchs hier? Sind ja ausgewachsen. Guckt euch das mal an. So. Das hätten wir. Landwirtschaft habe ich fertig. Die Fischerhütte. Fischerhütte und ein Materiallager. Okay. Entschuldigung. Das war Materiallager 1, ne? Genau, hier ist nichts. Aber
Wenn ich schon mal da bin. Ich habe noch nicht geguckt, wie viel Steuern wir zahlen müssen. Ich nehme schon mal ein paar Sachen mit, die ich verkaufen könnte. Ich fürchte, das Geld reicht uns nicht. Dann müssen wir noch die Komposter leer machen. Da Holzstämme nehme ich mit. Ich verkaufe die nicht, aber ja. So, bisschen Kupfererz. So, was können wir noch mitnehmen? Ein paar Messer. Steine, Spitzhacken haben wir auch genug. So. Materiallager und... Aber bevor ich das vergesse, mache ich das gleich hier. Wir helfen ein bisschen mit. Nicht, dass es hier wieder gejammert wird. Ich glaube jetzt sowieso, ne? Sehr gut. War ich das etwa? So, Dünger. Und Verdorbenes rein. Okay. Gut. Dann wieder meinen Hammer in die Hand und das Lager noch reparieren, um die Fischerhütte. Okay. Die Seite noch. Da haben wir noch was. Super. Ich glaube, somit sind wir fertig. Lass mich doch bitte noch mal gucken. Häuser war nichts. Da ist fertig, da ist fertig, da auch. Sehr gut. Landwirtschaft. Ich ernte nicht, das bringt mir nichts. Brauche ich auch nicht. Nehmen wir den Reiter, vielleicht schaffe ich das, irgendwann mal ein Pferd zu holen. Irgendwann mal in dieser Let's Play Folge 230 oder so. Da habe ich doch, ja, dadurch wahrscheinlich, dass ich da was aus dem Lager geholt habe, ne, an Geld. Ja, aber reicht gerade so, ich glaube. Wir müssen die Sachen erstmal verkaufen, damit wir noch ein bisschen was übrig haben. So
So, Emils Lama bleibt stehen. So, das behalten wir für da. Oh, behalten wir noch. Ach, Kupfererz, da wollte ich was. Die kannst du haben. Das auch. Käse kannst du auch haben. So. Ich need gar nichts mehr. Wo ist noch mehr? Bleib stehen bitte. Wo sind wir stehen geblieben? Die kannst du haben. Kein Geld mehr. Wer bist du? Slavomir. So, mein Freund Markus Lapp. Du kriegst auch was von mir. Die Spiele. Pfeile. Die verkaufe ich. Trinkschlauch auch. Schlauch auch. Die Satteltasche muss noch weg. Sein Geld reicht nicht mehr. So. Mit Bosnomir habe ich schon gesprochen. Die Unislava noch. Habe ich was vergessen? Ach, die Eimer. Genau, war weg. Das sieht doch gut aus, ne? Okay. So, wo ist der? Ja, der Kastellan. Ich wollte den Namen sagen, aber habe ich mir nicht gemerkt. Wie heißt der komische Kastellan? Ist er hier? Da sitzt Mirogot, heißt er. Hallo, bist du gekommen, um deine Steuern zu zahlen? Ja, natürlich. Bitte schön, das sollte reichen. Wunderbar. So. Dadurch, dass wir dann Frühling haben, geht es natürlich in Ostoja weiter. Wir müssen mit dem Brunimir sprechen und wieder am See nachschauen. Wir gucken uns erstmal die Anschlagtafel an. Wildschweine, Füchse will ich nicht jagen. Nee. Ja, soll ich die Schweine mitnehmen? Lass ich es mal. Ich habe im eigenen Dorf noch eine Quest. Ach, was soll's. Lass uns doch nach Ostoja. Dann haben wir es hinter uns. Ich weiß gar nicht, wie lange die Quests dauern, beziehungsweise wie lange die sich über die Jahreszeiten ziehen. Das werden wir jetzt herausfinden. So. Bring mich nach Ostoja, ich will weiterkommen. Wir müssen mit dem Brunimir sprechen. So, Brunimir. Oh, willkommen zurück. Wie ist die Wahl ausgegangen? Habt ihr einen neuen Anführer? Es ist Katastrophe. Ich habe all meine Glaubwürdigkeit eingeübt.
Entschuldigung, eingebüßt. Ich werde die Leute nie wieder davon überzeugen können, zu wählen. Was ist passiert? Hat sich jemand der Stimme enthalten? Ganz im Gegenteil. Alle Dorfbewohner haben abgestimmt. Zum ersten Mal hatten wir tatsächlich eine Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Und es wurde ein Unentschieden daraus. Ein Unentschieden. Ich habe verzweifelt versucht, die Situation zu retten. Ich habe sogar entschieden, dass auch unsere Lehrlinge abstimmen dürfen. Die beiden sind noch nicht alt genug, aber sie sind immerhin schon fast erwachsen. Kannst du dir vorstellen, was passiert ist? Wieder ein Unentschieden. Die Leute wurden langsam ungeduldig. Von einer Wiederholung der Wahl wollte niemand etwas hören. Das einzige Thema, an dem jeder Interesse hatte, war die Feier. Selbst nach einer unentschiedenen Wahl verlangten sie ein Fest, nur weil es versprochen worden war. Kurzfristiges Vergnügen siegte über gesunden Menschenverstand. Sie alle sind dafür verantwortlich, dass die Zukunft unseres Dorfes jetzt ungewiss ist. Ich habe mein Bestes getan, um unsere Bräuche zu wahren. Naja, wollen wir den Brunni mir ein bisschen bemitleiden? Ja, ne. Ich muss zugeben, dass ich dich um deine Rolle nicht beneide. Es ist, als würde man einen Wischschwamm das Tanzen beibringen wollen. Nun, es gibt eine Sache, die mir einfällt. Deshalb habe ich sehnsüchtig auf deinen Besuch gewartet. Sie biegt unsere Regeln und Traditionen ein wenig zurecht, aber ich ziehe das kleinere Übel dem größeren vor. Ich möchte, dass du Ehrenbürgerin von Ostoja wirst und den letzten Wahlstein abgibst. Du hast dich als große Verbündete unserer Stadt erwiesen. Es wäre eine Ehre, würdest du an unserer Wahl teilnehmen? Die Ehre ist ganz meinerseits. Dein Angebot rührt mich. Natürlich nehme ich es an. Gehe zum Wahltisch und lege dann den Stein deiner Wahl neben die anderen. Ja. Jetzt muss ich das entscheiden. Ich weiß nicht, ob ich das will. Was habe ich davon? Kleiner Augenblick, bitte. So, da bin ich wieder. Wahltisch untersuchen. Ja. Du näherst dich dem Wahltisch. Eine große Wahlurne beherrscht das Bild. Sie ist bereits voller Wahlsteine, die von den Dorfbewohnern während der zuvor abgehaltenen Zeremonie abgegeben worden sind. Nimm den grünen Stein und lege ihn in die Urne. Greife zum roten Stein und lege ihn in die Urne. Ich glaube, ich nehme den grünen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Kann ich jetzt speichern? Nein. Ja, ich nehme den grünen. Das Fallen des Wahlsteins verursacht ein tiefes, lautes Klirren, als er gegen die anderen Steine stößt und weiter nach unten rutscht. Dreh zurück und schließe die Wahlen in Ostoja ab. Sprich mit Brunimir. Ich glaube, jetzt bin ich an allem schuld. Ist er noch da? Oh, kein Augenblick. Schlug dem sein. Da bin ich aber gespannt. So, Brunimir. Hast du den Stein deiner Wahl abgegeben? Ich habe meine Wahl getroffen. So ist es getan. Möge der neue Dorfvorsteher der Aufgabe gewachsen sein, unser Dorf und unsere Lebensweise zu verteidigen. Nachdem es bereits eine sinnlose Feier gab, brauchen wir keine weitere zu organisieren. Ich werde die Nachricht ohne aufwendige Versammlung verbreiten. Wir haben ohnehin keine Zeit dafür. So seltsam das klingen mag, ich hatte Spaß. Pass auf dich auf, Brunimir.
Brustwahl so sehen aus wie Brustwarzen an einem Mann. Ach Mensch, nein, ich nehme die zwei. Entschuldigung. 1200 Reputation. Bring die Steine ins Rollen. So, dann können wir noch mal nachschauen. Wie viele Fische wir diesmal brauchen. So, der spielt da immer noch, der Kleine. Habe ich die vorher nicht gesehen. Wieder sind die Fische aus dem Korb verschwunden und ein weiterer Brief liegt daneben. Sieh ihn dir genauer an. Der Schreiber ist ohne Frage wieder derselbe. Mittlerweile würdest du diese furchtbare Handschrift überall erkennen. Die Nachricht lautet: Fisch, noch mehr, größer. Jetzt Hechte. Nicht vergessen, in den Korb. Freundlich, 42. Nimm den Brief und ziehe deine Wege. 10 Hechte im Korb. Kann ich die hier eigentlich kaufen? Ich glaube schon, ne? Wer bist du? Achso, Reisende. Gibt es hier vielleicht 10 Hechte zu kaufen? Oder vielleicht zu klauen? Boy, das ist auch ein schöner Name. Boy, ich wollte eigentlich wissen, ob es hier Händler gibt. Ich weiß das jetzt nicht aus dem Kopf. Nebula, die ist das bestimmt nicht. Die ist das auch nicht. Okay. Dann ab nach Hause. How are you? So, bring mich bitte nach Piastovia. Zehnmal Hecht. Ist da noch jemand am Arbeiten? Hello there. Was nur mir? Zeig mir deine Ware. Und zwar brauche ich Hecht. Danke und tschüss. So, ich glaube, heute geben wir wieder alles für Taxi aus. Aber was soll's? So, einmal Ostoja bitte. Nicht, dass ich neugierig wäre, ne? Ich habe die Quest gar nicht verfolgt. Also ich weiß nicht, was da passiert. Wirklich nicht. Das mit der Wahl hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass ich zu Ehrenbürger werden kann. Aber das habe ich herausgefunden. So, obwohl der Korb leer ist, riecht er immer noch nach Fisch. Der Gestank muss tief in die Weidenruten eingedrungen sein. Fülle ihn mit Fisch. Der große Haufen Hechte sorgt dafür, dass du dich zwischen Hunger und der Frage, ob du leichtgläubig bist,
leichtgläubig bist, diese seltsamen Aufgaben auszuführen, hin- und hergerissen fühlst, verlasse diesen Ort. Ja, dann warten wir wieder auf die nächste Jahreszeit. So. 18. Wäre schon ein guter Kandidat für die Mine, aber da will ich noch nicht bauen. Also ich muss erstmal essen, ums Essen sagen und ne. Da ist jetzt alles knapp. Ich glaube, ich warte, bis die Kinder alle erwachsen sind, beziehungsweise größer sind, dass die Frauen arbeiten können und dann geht's los. So, bring du mich nach Hause. Wir nehmen den Weg. Ja, abgeschlossen. Okay. Den Skauki hätten wir noch. Bei mir im Dorf haben. Habe ich sogar drei. Okay. Oh, ist das nicht schön. Ich kann mich nicht genug sehen in dem Spiel. Irgendwo im Dorfzentrum wollte ich noch was putzen. Da fehlte mir was. Ich weiß aber nicht, welches Häuschen das war. Ah, das war die Werkstatt. So, hier kann das auch weitergehen. Schritt zurück. Damit ja wieder neue Babys kommen können. So, das reicht erstmal. Ist das da ganz hinten? Da will ich jetzt nicht hin. Hier im Haus. Oh. Hast die Tür kaputt geschlagen. War das hier? Ja, auch nicht. Guck da. Oh, du schon wieder. Kann ich dir bei etwas helfen? Ja, kannst du. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe mich mit meinem Freund gestritten. Über Wein. Und ich schon wieder die Geschichte. Ich glaube, dass Pflaumenwein der beste Wein ist und mein Freund behauptet, es wäre Kirschwein. Jedem das, was er mag. Ich sehe da kein Problem. Nun, wir wollten eine Verkostung organisieren, um so unseren Streit ein für alle Mal beizulegen. Ich sollte Pflaumenwein mitbringen. Das Problem ist nur, dass ich ihn ausgetrunken habe, weil ich der Verlockung einfach nicht widerstehen konnte. Oh, verstehe. Und ich brauche dringend eine Flasche Pflaumenwein, sonst verliere ich. Genau, ich kann dir Pflaumenwein bringen, aber alles hat seinen Preis. Ja, hatte ich nicht vorhin Pflaumenwein in der Tasche? Habe ich es nicht verkauft? Ich glaube schon, ne? Was will der nächste? Der Ludoslav. Wie geht es dir? Kann ich dir bei etwas helfen?
Du hast nicht zufällig eine Flasche Gierschwein übrig. Ich bin auf der verzweifelten Suche nach Gierschwein. Muss es Gierschwein sein, wenn du über dein Alkoholproblem sprechen möchtest? Ach ja. Das Problem ist, dass ich den Wein ausgetrunken habe und jetzt kann dieser Idiot ihn nicht versuchen, uns zu geben, dass ich recht habe. Recht mit was? Damit das Gierschwein viel besser ist als Flammenwein. Oh, ich verstehe. Und wie soll ich das beweisen, wenn kein Gierschwein mehr übrig ist? Na gut, ich helfe dir. Okay. Ja, also für die Flamme Flammenwein und für den, ja, Gierschwein. Wer ist der Nächste? Das war ganz hinten. Die Person ist hier, oder war das die... Ich habe mir den Namen nicht gemerkt mit dem Flammenwein. Ich glaube schon, ne? Oder ist das die dritte Quest? Bitte mir. Keiner da. Bogodara, wie geht es dir? Lass mich dich mal genauer ansehen. How can I help you? See you around. Das war die mit dem Ludoslav. Na klar, Bogodara. Blaumwein. Jetzt habe ich mich selbst verwehrt. So. Die andere Quest ist weg. Gut. Dann haben wir es für heute, ihr Lieben. Ich stelle mich hier hin. So. Kann man mich besser sehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ich bin froh, dass wir wirklich den Frühling haben. Das macht mehr Spaß, als im Winter zu spielen. Vor allem bei dem komischen Wetter, wenn es schneit und stürmt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen heute. Und ich freue mich auf euch natürlich bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Goodbye.